Schönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Es ist schon wieder soweit, schon wieder Matchday. Heute Topspiel. Erster gegen Zweiter. Zu Hause 19 Uhr, Flutlicht gegen Holstein Kiel 2. Ich habe richtig Bombe geratzt. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Geiler Gegner, guter Gegner. Das sind immer die Highlights der Saison. Dafür spielt man Fußball, dafür tut man sich das an. Ich hoffe auf eine gute Kulisse. Ja, super Gegner. Spielerisch top. Richtig gute Jungs dabei. Das wird eine ordentliche Aufgabe. Aber auch wieder eine U-Mannschaft, also Nachwuchsmannschaft. Da müssen wir wieder dazwischen hauen. Wenn wir sie spielen lassen, wird es unangenehm. Im Hinspiel haben wir das erste Halbzeit getan. Da haben die uns gut hergespielt. Zweite Halbzeit haben wir das besser gemacht, haben dann auch 3-2 gewonnen. Vielleicht sogar ein bisschen unverdient, sage ich. Unentschieden wäre da gerechter gewesen, aber egal, interessiert keinen, nimmt mal mit. Und ja, heute müssen wir das von Anfang an zeigen. Wie gesagt, sehr spielstarke Truppe, lauffreudige Truppe, gute Truppe, viel Qualität drin. Von daher freue ich mich sehr, 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 sehr doll auf dieses Spiel. Richtig Bock drauf. Und ja, jetzt gehen wir unsere Runde. Die Jungs sind am Start. Dann geht's kurz noch zum Birba, Seiten frisch machen. Und danach geht's dann einkaufen. Und dann wird erstmal gefrühstückt, ne? So, Freunde, ich fahre jetzt zum Friseur. Da muss ich noch kurz ins McFit. Ich muss für Lynn ein Workout abfilmen. Die Frau ist im Film. Gefällt mir. Ja, deswegen gibt natürlich wieder ein neues Workout. Das muss ich kurz filmen. Dann gehe ich erst einkaufen und dann frühstücke ich erst. Aber ist doch kein Problem. Die Frau muss worken. Es muss gemacht werden. Dann machen wir das. Aber wie gesagt, erstmal jetzt kurz die Seiten frisch. Und dann geht's weiter. Freunde, ich war beim Dribbler. Er hat die Seiten wieder anwesend gemacht. Ich bin bereit fürs Spiel. Jetzt fahre ich nach Hause. Workout muss ich doch nicht mehr filmen. Das hat Henk gemacht. Kurz einkaufen und dann gibt's Frühstück. Also. So, ich bin wieder zu Hause. War noch kurz einkaufen. Hab mir Frühstück besorgt. Hab mir Powerade besorgt. Red Bull besorgt. Bisschen Pesto für die Nudeln. Und jetzt bin ich bereit. Da ist der Kaffee. Wichtig. Obst. Heute kein Joghurt. Gab's nicht. Egal. Kack drauf soll sie sein. iPad steht auch bereit. Noch ein paar Sachen abarbeiten. Ja, und dann geht's langsam los, Leute. Ne? Ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Ohne Scheiß. Freitagabend sind sowieso immer coole Spiele. Stimmung wird gut sein. Viele Leute werden da sein. Von daher gut vorbereiten. Dann hört man sich. So, Freunde, ich bin soweit mit allem durch. Jetzt wird ein bisschen gechillt und immer wenn ich mich nochmal ein bisschen hinknalle, ins Bett lege, Couch, was auch immer, ein bisschen runterkomme, bereite ich mich auf den Gegner vor, gucke mir ein paar Videos an und ich habe in der letzten Zeit immer mal wieder die Frage bekommen, wie das Ganze denn so aussieht, wie ich das mache, wie ich mich vorbereite, wo ich die Infos hernehme und so weiter und so weiter. Und da dachte ich mir, zeige ich euch das mal. Also, so sieht das Ganze hier aus. Das ist die Website, alles über die Ligen. Hier oben seht ihr schon Regionalliga Nord, Gruppe Nord, da wollen wir auch hin. Da gehe ich drauf, hier gibt es die ganzen Spiele von der ganzen Saison. Hier muss ich ein bisschen runterscrollen und dann suchen wir das letzte Spiel von Holstein Kiel. Hier, Holstein Kiel 2 gegen Heide SV und dann gehen wir da drauf und schon werdet ihr alles schön knackig, würzig sehen. Hier oben seht ihr auch schon den Button Videoanalyse, geht ihr einfach drauf und hier seht ihr schon Spielaufbau, Defensivverhalten, Torchance und so weiter und so weiter. Und dann drücke ich einfach hier auf Play. Jetzt wird hier natürlich noch ein bisschen gesabbelt. Ihr kennt es ja. Und dann geht es hier schon los. Ja, und hier knall ich mir dann das Ganze rein. Kann man natürlich auch groß machen. Bob, so sieht das aus. Ja, und jetzt. Super, wird ein bisschen gescoutet. Und dann sind wir doch bereit. Habt ihr das auch mal gesehen, Freunde? So sieht das Ganze aus. So knall ich mich immer hin in eine Moke rein. Bisschen am Analysieren. Aber das Ganze ist nur die Theorie. Praxis ist nachher 19 Uhr. Da kann das Ganze auch immer ein bisschen anders aussehen. Aber es geht mir in erster Linie darum, wo sind die Stärken und Schwächen meines Gegenspielers. Kann ich ganz genau sehen, was erwartet mich. Alleine vom Tempo, von der Spielintelligenz her. Das gucke ich mir immer an. Ja, und dann bin ich nicht ganz unvorbereitet. Macht ab und zu mal was aus. Ab und zu liegt man noch ein bisschen daneben. Gehört aber auch dazu. Aber gibt einem einfach immer ein gutes Gefühl, ein bisschen informiert zu sein. Also Leute, ich mache mich jetzt daran, analysiere das Ganze ein bisschen und dann sehen wir uns später wieder, wenn ich meine Nudeln mache. Freunde, ich habe mich ausgeruht, Gegner ist analysiert, bereit, Nudeln werden jetzt gemacht, Lunchbeutel wird gepackt. Sieht voll ordentlich aus, die Küche heute übrigens. Ja, wenn die Frau hier wieder irgendwas zaubert, dann ist hier immer ein Bombenanschlag. Ja, komm. Birthday Cake, hallo, sehr lecker. Birthday Cake. Rein. Wie viele haben wir denn noch? Warum ist das zu viele? Cake? Ist doch mal ein anderer Regen. Nee. Würste Cake bringt Glück. Dann Fruit Salad und Vanille. Geil, die beiden. Okay. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ist nichts Neues. Also, und? Wo ist es? 1, 2, zack. Das ist das. Powerade, nur das Blaue hat Magie. Und Red Bull, nur Zero hat Magie. Also, jetzt mache ich mir die Nudeln. 3 Stunden vorher ist Happy-Zeit, dann macht man sich langsam fertig. 17.15 Uhr
ist Abfahrt. Also, kommen wir jetzt essen und dann orakeln wir im Auto. Hello, my friend. Are you hungry? Are you hungry? Hä? Du Erdmännchen. So ist das, wenn Lynn mit dem Auto vorher unterwegs war. Erstmal schön die Rübe stoßen. Freunde, ab geht's. Und nochmal Bock. Ich glaube, ich habe das dieses Video 100 Mal gesagt. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Ich habe echt Bock. Das sind geile Spiele. So, ab geht's. Zack. Powerade Star. Handy raus, bevor es wieder unter den Sitz fällt. Tschüss. Mal gucken, wer da heute mitzockt von der ersten. Ich spiele morgen gegen HSV. Aber egal, wer kommt. Attacke. Wir sind wieder zu spät. So muss das sein. Ja. Komm, komm, komm. Du. Super, gutes Auge. Auf der 10 heute brauchen wir dich. Also heute, Holstein Kiel, Tabellenführer. Ein Punkt mehr, aber auch ein Spiel mehr. Wenn wir heute gewinnen, wäre sehr, sehr, sehr important. Auch für die Aufstiegsrunde haben wir schon mal 6 Punkte, die wir mitnehmen. Wichtig. Aber Herzstück Arbeit. Hinspiel haben wir uns echt erste Halbzeit gut rasiert. Zweite Halbzeit haben wir dann einfach ein bisschen tiefer gestanden und hatten das alles ein bisschen besser im Griff. Glücklich gewonnen, habe ich auch vorhin schon gesagt. Unentschieden wäre auf jeden Fall gerechter, aber es ist egal. Es ist manchmal so und dann nimmt man die 3 Punkte mit. Von daher wissen wir, was uns heute erwartet. Vor der Saison haben wir vielleicht nicht so damit gerechnet, dass die dieses Jahr so stark sind. Deswegen einstellungstechnisch kann es eigentlich nicht nach hinten losgehen. Orakel, ich sage, wir gewinnen 2-1. Ganz knappes Ding, ganz enges Ding. Ein Standard, eins aus dem Spiel heraus. Das ist es. 2-1 sage ich. Auch? Nee, was? Kannst auch mal auf die anderen tippen, ne? Nee, Digga, so haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, aber so eklig bin ich doch nicht. Du, Bruder, was wäre das für eine Einstellung, wenn du sagst, wir verlieren heute, Hilfe? Digga, wenn du das denkst, es geht um Sushi, ey. Ja, obwohl, da muss man auch ein bisschen rubbeln. Ungelogen, heute sind wir nicht Favorit. Es ist mal so, das erste Spiel mit... Oh, Hilfe. Hinspiel waren wir es noch. Ja, aber die haben eine Niederlage. Ich sei trotzdem vor denen. Nee. Rechnerisch gesehen werde ich ja, vor denen. Ja, wenn wir gewinnen. Heute. Aber heute sage ich es mal, wir sind nicht der Favorit. Hm. Also die sind vielleicht auch nicht der Favorit, aber gutes Spiel. Das ist Spiel. Sehr ausgeglichen. Oh, genau. So, es ist kein Spiel, wo du sagst, ja, wir müssen hier heute gewinnen. Das Ding ist, das Spiel ist mir heute scheißegal, ich bin nächste Woche hyped. Nächste Woche Lübeck, Leute. Aber dazu dann mehr am nächsten Freitag. Hallo. Heute erstmal Holstein Kiel, vor Spiel zu Spiel. Heute ganz wichtiges Ding. Sprachen lernen, Bubble. Ich sag 2-1. Ruhe. 3-1. 3-1, auch gut. Aber heute, Leute, mir ist es wirklich scheißegal. 1-0, weißt du, was passieren wird? 5-4. Kack drauf. Weißt du, was passieren wird? Ihr liegt 1 so hinten, macht 2-1, dann werden die aufmachen, 3-1, finito. Würde ich direkt so nehmen. Kramer macht das 1-1. Kramer, komm heute! Und du machst das 3-1. 2-1 weiß ich nicht. Viel laufen, quälen, Gegner ärgern, auf die Füße, auf die Socken, immer mal einen mitgeben, mögen die nicht. Und dann sind wir bereit. Also Leute, jetzt holen wir noch einen Kollegen ab und dann fahren wir weiter zum Treffpunkt, zum Stadion. Und dann sehen wir uns gleich beim Warm-up.
Leute, 0-0. Ich muss sagen, aber super Mannschaft. Erste Halbzeit waren die wieder brutal stark. Viel hinterhergelaufen. Von daher, erste Halbzeit waren die besser. Zweite hätten wir vielleicht mit ein bisschen Glück was machen können. Aber egal, ich glaube, Punkt ist gerecht. Das ist echt starke Mannschaft. Ich glaube, die stärkste bei uns in der Staffel. Gegen die muss man erstmal punkten. Das haben wir gemacht. Jetzt haben wir 4 Punkte, die ein. Von daher ist alles gut. Jetzt geht's ab nach Hause. Und dann hören wir uns zu Hause. Leute, ab nach Hause. 21:45. Lang hin, ein langer Tag. 0-0, aber super Mannschaft. Wirklich. Richtig gute Mannschaft. Die wissen, was sie zu tun haben. Gefällt mir. Hat Bock gemacht, auch wenn man viel hinterhergelaufen ist, hat trotzdem Bock gemacht. Man musste viel ackern, gerade im Zentrum. Sehr, sehr viel ackern, haben guten Fußball gespielt. Aber wir sind zufrieden. In dem System, was wir bei uns in der Liga haben, war es sehr wichtig, dass wir nicht verlieren. Haben wir nicht, von daher alles gut. Gucken wir, was die Konkurrenz macht am Wochenende. Und dann geht's Freitag nach Lübeck. Da bin ich auch sehr heiß drauf. Gespannt, wie das wird. Alte Wirkungsstätte, kehrt man zurück. Immer ein bisschen Brisanz drin. Nächstes Derby. Von daher geil, freue ich mich drauf. Jetzt geht's nach Hause. Felix ist gekommen. Deswegen werde ich mich jetzt hier im Auto verabschieden. Wir chillen ein bisschen, essen noch was. Und dann ist ja schon spät, legen wir uns auch rein. Und was wollte ich noch sagen? Ja, Freitag kommt der nächste Vlog, VfB Lübeck. Ihr seid natürlich am Start und ihr kennt das Spiel. Liken, kommentieren, Verbesserungsvorschläge, was auch immer, was ihr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Würde mich freuen. Versuche es auch umzusetzen. Und jetzt legt euch rein, macht euch einen schönen Abend und dann hört man sich.